17:33 live. Wir leben Düsseldorf. Herzlich willkommen. Mein Name ist Andritz Albert Hosner. Heute musste es mal wieder sein. Bei 29 Grad, immer noch ein bisschen schwül, kann man sagen, sind wir heute live auf der Königsallee Düsseldorfs Prachtstraße. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt bisher einen schönen Tag hinter euch. Das Wetter ist ja, muss man sagen, doch wirklich schön. Ich war ja heute mal kurz in Köln, heute Mittag. Und der Kölner Dom ist immer eine Reise wert, finde ich. Und ja, was ich in Köln beobachtet habe, das setzt sich hier in Düsseldorf im Moment auf der Königsallee fort. Viel ist hier nicht los. Dafür, dass hier sonst, da bin ich. Ja, MacGyver ist da und Edwin Wilke ist da. Also in Köln war es unglaublich leer auf der Domplatte. Wir haben ja 11 Millionen Touristen in Köln, die vor allem wegen des Doms kommen. Und da waren nicht viele Leute. Das ist total ungewöhnlich bei dem schönen Wetter. Sonst haben wir da Touristen aus Asien. Christian, Hallöchen nach München, Marita Hillmann. Guten Abend, wie geht's mir? Mir geht's gut. Ich freue mich immer, dass ich hier so viele Gegenden sehen darf, Landstraßen sehen darf, immer mehr von Düsseldorf kennenlernen, auch völlig neu kennenlerne. Kirsten Ide, obwohl ich ja hier geboren bin, gibt immer irgendwas zu entdecken hier. Aloha zu Sebastian Töne. Jano, hello zum Tannenhof. Beate Kropinski ist da. Ja, und hier auf der Königsallee, wo ja sonst um diese Zeit auch viele Touristen auch schon aus dem Nahen Osten wären, die dort der Hitze entflüchtet sind oder wären, die sind einfach nicht hier, weil die Verunsicherungen zu groß sind. Und insofern alles, was mit Tourismus zu tun hat, hat im Moment das Nachsehen. Da sind ja viele, 11 Millionen in Köln. Ich weiß gar nicht, wie viel in Düsseldorf, aber alleine durch die Messen in Düsseldorf hätten wir sehr viele Gäste hier in der Altstadt auf der Königsallee zum Shoppen, zum Essen und Trinken gehabt. Und die sind nun nicht da. Astrid Bergob, hallo. Hallo Astrid. Schön, dass du hier bist. Und Grüße hier Antje Franke von der Königsallee an alle Düsseldorf-Fans und Liebhaber, die uns hier zuschauen, hier in Düsseldorf und aber auch in der ganzen Welt. Yogi Jürgen Masterboy, schönen Abend euch. Und gestern hatte ich wieder erlebt, dass eine Kölnerin hier war, die noch eigentlich nichts von Düsseldorf wusste und die so begeistert war von der Stadt hier. Selbst die Enten sind in Deckung gegangen. Die Kölnerin, die so begeistert war von Düsseldorf hier. Johann Kippes, guten Abend. Hier ist 17:33 live hier, Leben Düsseldorf. Und mein Name ist Andritz Albertus und ich freue mich, euch hier begrüßen zu dürfen. Also nochmal zusammengefasst auf der Kölner Domplatte, wo sonst immer Michelina Solimene, hallo ihr Lieben, wo sonst immer eine Menge los ist, da war heute wirklich ganz wenig los. Ich bin mit dem Zug gefahren und eben auf dem Rückweg am Nachmittag war der Intercity nach Emmen, der war komplett leer. Also da waren, konnte man die Fahrgäste mit der Hand abzählen und das ist schon ungewöhnlich. Ich fand das sehr komfortabel, die Klimaanlage hat funktioniert und ich hatte da einen netten Platz auch so, aber so richtig will man das ja nicht, ne? Gerhard Schipka, hallo aus Herne. Herne im Ruhrgebiet, da gibt es gute Currywurst. Naja, jedenfalls hier angekommen, jetzt hier auf der Königsallee und auch hier. Wir sind ja froh, dass überhaupt was funktioniert, so ist es ja nicht, ne? Also insofern alles gut. Aber wir vermissen die Touristen, die Touristen, die Touristen. Naja, schauen wir mal, wie die Entwicklung so weitergeht. Und hoffen wir, dass wir dieses Jahr noch ein paar Touristen abbekommen hier, dass vielleicht auch noch die eine oder andere Messe stattfindet. Ich habe gehört, die Caravan-Messe soll jetzt stattfinden. Das finde ich ganz persönlich gut, weil da werde ich auf jeden Fall hingehen. Und ich freue mich immer wieder hier über den Blick auf die Königsallee und vor allen Dingen der Köhgraben. Das ist ja das Wunderbare und Einzigartige an dieser Straße. Wenn es nur eine Straße wäre, wäre es ja wie alle Straßen auch. In großen Städten, aber hier der Köhgraben und das Grün dabei. Ihr seht nochmal hier das satte Grün und 29 Grad, das ist schon ganz großartig. Ihr Lieben, ich wollte euch heute noch hier ein paar warme Grüße von der Kö einfach rüberbringen, wo immer ihr auch seid, auch in Erkrath zu Margit Stengel, die guckt gerade zu, Angelika Melzer. Viele Grüße von Rosmann, Angelika auf dem Heimweg. Ich habe gesehen, ihr habt ein Rieseneis gegessen, ein Rieseneis. Mit eurer Erlaubnis würde ich das gerne auch posten. Astrid Bergkopf sagt wie immer, schön die Königsallee, sieht aus wie ein Standbild, nichts los. Nee, ist auch nicht. Naja, schon ein paar Leute seht ihr da rechts, die gehen da schon, aber Hu aus Erkrath, sagt Margit Stengel. In Erkrath scheint auch das Internet jetzt angekommen zu sein, das ist sehr erfreulich. Ja, insofern schauen wir mal, wie es weitergeht in diesen Tagen und Wochen.
Und ich bin ja immer Optimist und sage, wir werden das irgendwie schon wuppen. Und deshalb haben wir auch diesen Sender hier. Zusammen sind wir stärker und wir freuen uns hier auch über die Partnerschaft mit Wir leben Düsseldorf. Wir grüßen die Gruppe ganz herzlich. Wir leben Düsseldorf, schaut mal rein, das lohnt sich wirklich. Also wer richtig Düsseldorf verfallen ist, das sind wir auch, deshalb machen wir es ja zusammen. Der oder die gucken da rein. Blaulicht geht immer hinter mir. So, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Grüße euch ganz herzlich hier von der Königsallee. Also jetzt hier mit der Sirene höre ich aber jetzt nicht auf, das wäre ja nicht gut. Vielen Dank hier für die vielen Herzchen hier und Grüße und Likes. Ja, das ist schön, wunderbar. Ich wünsche euch noch einen schönen Restarbeitstag oder wenn ihr unterwegs seid, dann kommt jetzt ein bisschen runter und vielleicht noch ein Eis oder so, ein Glas Wein geht auch. Natürlich kaltes Bier hier in Düsseldorf bei den Brauereien, das geht auch. Ne? Und in diesem Sinne sage ich mal tschö. Und wer Lust hat, nachher noch einen Sonnenuntergang zu sehen um 21:33 Uhr, der ist herzlich eingeladen. Und ich sage mal tschö mit Ö hier live von der Königsallee in Düsseldorf, wie ich finde, eine der schönsten Straßen in Deutschland. Und in diesem Sinne, ein bisschen Lob muss man auch erstmal hier auch. Ne? Wir leben Düsseldorf, so ist das halt. Und ich weiß, wir haben viele Fans weltweit. Bis nachher, genau, Lady MacGyver. Tschö mit Ö, Beate Kropinski. Und 21:33. Mal schauen, wie das Wetter wird. Ich glaube, heute haben wir ein paar Wolken. Und haben wir lieben das aber jedem Wetter. Ne? Und Yogi Jürgen, der ist auch schon da. Ich glaube, der hat heute frei, muss nicht U71 fahren. Und ein Eiskaffee, das ist auch gut. Margit Stengel in Erkrath genießt ein Eiskaffee. Ihr Lieben, wir sehen uns um 21:33 Uhr, wenn ihr mögt, vor dem Landtag, vor dem alten Kran dort. Und gestern war es übrigens sehr nett, da waren noch richtige Tanzgruppen, die tanzten da Salsa und Tango und so. Es war sehr angenehm dort. Mal sehen, wie es heute dort aussieht. Ich freue mich, 21:33 Uhr. Tschö an Wir leben Düsseldorf. Tschö hier an Salbertus TV. Macht's gut, ihr Lieben. Tschö mit Ö.